Hey Leute, was geht? DragonMiner ist wieder hier und heute spielen wir eine weitere Folge Modern Minecraft bzw. Feed the Beast. Und was machen wir heute? Heute wollte ich euch eigentlich nur mal die neue Base vorstellen, denn ich hatte ja in dem letzten Video angekündigt, dass ich hier ein paar Änderungen in der Base vorgenommen habe bzw. Ändern werde. Und das habe ich jetzt auch gemacht, das habe ich natürlich im Survival gebaut, ist ja ganz logisch. Aber ich würde euch jetzt gerne einfach mal einen groben Überblick geben, was sich alles so geändert hat. Wir fangen einfach nochmal hier hinten an. Hier hinten hatten wir ganz normal unser Flachsfeld, was wir das letzte Mal angelegt hatten. Und hier habe ich jetzt einfach alles mal mit Erde aufgefüllt. Und was die erste Änderung ist, wir haben hier einen Weg und wir haben da oben Fenster drin und eine Brücke. Dazu komme ich später nochmal, aber in der Größe kommt hier, dann ist dann unsere Base drin. Ich habe mich entschlossen, unsere kleine Treppe hier etwas umzubauen. Die hat jetzt momentan keinen Nutzen mehr, da wir hier jetzt zwar noch reinkommen, aber hier irgendwie nur so, irgendwie noch übrig gebliebene Fail-Bauten sind. Also hier ist nichts mehr drin, das habe ich nur noch so teilweise geändert. Und hier kommt man dementsprechend auch nicht mehr weiter. Das werde ich im Laufe der Zeit natürlich noch ändern, aber momentan hatte ich da jetzt noch nicht so viel Zeit und auch vor allem nicht so viel Lust zu, das einfach alles zu machen, weil irgendwie, wenn man dann ein paar Stunden lang, naja, so lange hat es nicht gedauert, aber wenn man dann längere Zeit, sagen wir jetzt mal, daran baut im Survival, dann hat man einfach auch einfach keine Lust mehr dazu. Gut, Mann, wir kommen also hier unseren Weg lang. Das untere, was wir hier sehen, noch ein weiteres Flachsfeld. Denn ich finde, Flachs ist einfach super zur Stringproduktion. Die können wir später sehr gut gebrauchen, beziehungsweise können wir eigentlich jetzt auch schon gut gebrauchen. Und deswegen habe ich hier gleich noch ein zweites Feld angelegt. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass die Pflanzen nichts mehr nachwachsen, wenn man nur den oberen Teil abschlägt. Deswegen werde ich jetzt immer, wenn was fertig ist, gleich die ganze Pflanze abschlagen. Aber momentan möchte ich euch das Ganze erstmal zeigen. Wenn ich hier etwas wegfliege, seht ihr, dass das Ganze praktisch zu einer Art Cobblestone, was laber ich da, das ist Stonebrick-Mauer mit diesen kleinen stabilisierenden Außen alle Anbauten, nenne ich es einfach mal, ich weiß gar nicht genau, wie das professionell heißt. Und das ist praktisch schon der Eingang in unser neues, schöne Base, in unser neues Apartment, möchte ich mal sagen. Wir kommen also hier die Treppe hoch und das sind übrigens Reinforced Türen und auch Reinforced Glas, weil ich fand es einfach viel schöner aus und habe ich da ein paar Ressourcen für verwendet. Wir können hier auf den Knopf drücken, durch die Druckplatten kommen wir auch raus. Dann kommen wir hier gleich in den ersten Bereich der Base. Ich habe, wie gesagt, das Ganze viel größer und viel offener geschaltet. Hier hinten haben wir dann gleich noch einen Ausgang. So, gehen wir gerade mal raus. Und hier habe ich jetzt einfach mal angefangen, hier sowas rüber zu ziehen. Hier würde ich ganz gerne eigentlich auch noch so eine Mauer oder sowas hinmachen. Eventuell kommen hier dann irgendwie, ich weiß noch nicht genau, entweder auch Farmen hin oder vielleicht auch ein paar Tierzuchten, müssen wir mal schauen, je nachdem, was wir da so brauchen. Und hier haben wir unseren Lava-Tank, den habe ich etwas vergrößert, etwas woanders hingesetzt. Da sind jetzt momentan 1500 Eimer drin und ihr seht ja, das geht schon relativ schnell hoch. Wie gesagt, das wird also auf Nether gepumpt. Und ja, weiter hier haben wir den Ender-Tank. Und hier haben wir dann dementsprechend die Pumpe, die hier eben die Lava wieder rauspumpt und zu unseren Thermalgeneratoren pumpt, die ich noch etwas erweitert habe, weil ich mir einfach gedacht habe, später brauchen wir sowieso mehr Energie. Da baue ich das gleich bei der Klinge auch noch. Hier haben wir eine kleine MFE-Unit, die ist natürlich auch voll. Und hier haben wir unseren Virtual Macerator, unsere Induction Furnace, einen Singularity-Kompressor, den ich neu gebaut habe, und einen Zentrifugen-Extraktor. Gut, kommen wir also nochmal weiter hoch. Hier geht es einfach runter zur Mine. Und hier, Moment, wenn ich jetzt hier mal den Mode, den Fly-Mode etwas ändere, kommen wir in den oberen Teil der Base. Es ist ähnlich aufgebaut, nur dass hier mehr Fenster noch drin sind. Wenn man hier rauskommt, sieht man, wir sind hier auf der Brücke, die wir vorhin von unten gesehen haben. Und hier werde ich vielleicht später noch was dahinter weiterbauen. Außerdem ist es hier noch nicht ganz so schön verkleidet. Das ist aber von außen teilweise wirklich noch nicht gemacht. So, hier haben wir eigentlich im Grunde genau das gleiche. Wir können hier schön rausschauen.
Und hier drüben eigentlich im Grunde auch. Ich weiß ja nicht genau, was ich hier alles reinpacke. Aber ich habe gedacht, ja, das sieht eigentlich so ganz schön aus. Und hier können wir zu guter Letzt auch nochmal raus. Das war ja unsere frühere Treppe, die hier hochkam. Habe ich jetzt zugemacht. Hier hinten auch. Und da haben wir dann dementsprechend einfach einen kleinen Balkon, eventuell, ich weiß nicht, ob wir irgendwas drauf bauen, aber hier haben wir jedenfalls einen kleinen Balkon, wo wir schön runter gucken können und den Sonnenaufgang bewundern können. Gut, das war es im Grunde eigentlich alles, was ich gebaut habe. Das ist jetzt so ein kleiner Überblick gewesen und ich denke mal, ich war eben meinen. Deswegen würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass ich hier mal die ersten Sachen wieder zurückpacke. Wir brauchen die Kohle, können wir eigentlich hier reinpacken. Wir haben schon relativ viel Kohle, aber die brauchen wir auch, denn... Moment, das war der falsche. Hier haben wir auch noch ein bisschen Kohle gehabt. Denn es ist einfach so, dass wir später, vor allen Dingen, wenn wir eben viel Carbon oder sowas machen wollen, es einfach ziemlich viel Vorteil ist, wenn wir genügend Kohle haben. Und da können wir leider keine Holzkohle benutzen, deswegen ist es schon gut, dass wir hier diese Stacks hier haben. Gut, ich habe ja immer noch meine Fortune, meine ziemlich OP Pickaxe, die ich hier verzaubert habe. Und ja, ich würde einfach sagen, ich lade jetzt hier einfach mal den ganzen Kram eben noch aus, was ich so gefunden habe. Moment, eigentlich müssten wir das hier alles unten packen und Moment, ich wird gerade geklopft. Ich mach gerade mal kurz einen Cut rein. So, da sind wir wieder zurück. Kleiner Cut gewesen und jetzt wollten wir hier unsere ganzen Sachen hier runter tun. Beziehungsweise hier unten gleich unsere neuen Maschinen benutzen. Ich glaube, so neu sind die gar nicht, die ihr jedenfalls hier jetzt kennt. Ich überlege gerade, also wir brauchen das, kann man glaube ich. Das kann in Macerator, oder? Ich müsste jetzt einfach mal ausprobieren, ob da was rauskommt. Ja, das passt. Das geht auch relativ schnell. Und dann würde ich sagen, packen wir hier jetzt erstmal noch die ganzen Erze raus. Sowas erstmal ganz grob. Ich glaube, das Aluminium können wir sowieso nur schmelzen. Also von daher ist es da kein großes Problem. Das packen wir hier auch noch gleich dazu. Und dann machen wir hier gerade das Gold noch fertig. So, das sollte soweit dann eigentlich auch schon passen. Da können wir das noch ranpacken. Wird das auch gerade noch mit macerated bzw. mitgeschmolzen. Und wenn wir das schon fertig haben, können wir hier dann eigentlich auch schon die Sachen reinpacken, oder? Ich packe jetzt einfach noch ein paar andere Sachen rein, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Und dann müssten wir eigentlich das hier alles ausleeren können, oder? Wenn das vom Platz her reicht. Richtig. Gut, der Miner's Backpack kann wieder hier rein. Gold und Aluminium ist fertig gebrannt. Bauxit-Ohr. Ja, können wir eigentlich auch gerade den Macerator packen? Ich weiß gar nicht, das kann man glaube ich gar nicht schmelzen, oder? Das können wir gerade mal ausprobieren. Aber ich glaube, das kann man... Nee, kann man nicht. Ich würde ganz gerne mal wissen, für was man das überhaupt braucht. Nee, das war jetzt wieder die Falschtaste. Und da müssen wir, wow, Tiny Dust, Aluminium, Titanium, Hydrogenzellen, Compressed Erdzell. Ja, okay, jetzt kann man ja anscheinend echt nur für das benutzen. Komisch, müsste ich nachher mal googeln, vielleicht ist das, gibt es ja doch noch andere Sachen. Aber dann verarbeiten wir eben erst gerne mal ein bisschen. Wie gesagt, ich war nicht lang meinen, es war einfach nur so ein bisschen kurz. Ich hatte auch noch ein paar Sachen im Inventar, von denen ich ganz gerne noch ein paar Sachen gemacht hätte. Ich würde jetzt aber ganz gerne noch wissen, ne, die kann man hier nicht in Macerator packen, ne? Ne, genau. So, die können dann praktisch hier rein und der Silver Dust kann hier noch rein. Und dann kommt hier wieder der Eisen Ore rein. Okay, grundsätzlich ist es ja eigentlich so, wir müssen mal schauen, hat der hier noch genügend Power? Ja, also man sieht hier überhaupt nicht, die produzieren so viel Energie, dass man hier gar nicht sieht, wenn das hier verbraucht wird. Das ist schon mal sehr schön. Das hier kann wieder raus und dann können wir hier gleich den Kram noch reinpacken. So, das heißt, das kann da rein, das. Fertig, okay. Mehr passt hier sowieso nicht rein. Und dann
Miseratoren wir noch das Liedohr. Wunderbar, wunderbar. Da sollte es eigentlich so relativ schnell gehen, hoffe ich jedenfalls mal. Und dieses Monazidohr können wir auch noch gleich in den Miserator packen. Da kommt hier richtig viel raus. Und dann würde ich sagen, das nehmen wir mit. Dann müsste eigentlich genau Quecksilber rauskommen. Aus dem kommt dann dementsprechend kommen dann die Ingots da wieder raus. Und ich schaue jetzt einfach mal, habe ich noch an was ich verarbeiten wollte? Nein, habe ich glaube ich nicht. Oder? Ist noch an was? Doch, hier noch. Das muss hier auch noch rein. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich werde jetzt erstmal das Lager nach oben lassen, bis wir mit Applied Energistics soweit sind. Und dann werde ich das hier auch noch automatisch machen. Allerdings würde ich dazu gerne warten, bis Feed the Beast geupdatet wird, weil wir mit der neuen Version von Applied Energistics sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Vor allen Dingen auch, was diesen Transfer von Items in verschiedene andere Maschinen angeht. Da haben sie dann schon einiges noch gefixt. Mir fällt gerade auf, ich muss hier unten noch diese Steine reinpacken. Aber das hier können wir jetzt erstmal hier reinpacken. Das ist hier richtig. Wir hatten hier irgendwo noch eine Truhe, wo die ganzen anderen, genau hier waren die drin. Ihr merkt vielleicht, dass ich jetzt nicht so eine große Ordnung hier hatte. Ich habe das hier alles abgerissen und dann dementsprechend hier reingepackt. Aber es ging halt einfach darum, dass ich das relativ schnell weghaben wollte. So, das kann da rein. Diese ganze Quarzzeug brauchen wir übrigens dann später auch für Applied Energistics. Deswegen ist es schon ziemlich gut, wenn wir davon ordentlich was haben. Aber mir fällt auf, wir brauchen dringend mal mehr Redstone als Charcoal. Passt da jetzt auch nicht ganz so rein. Gut, ich schaue jetzt einfach mal, ob wir hier noch was drin haben. Doch, hier haben wir noch alles, ist ja noch alles voll, Mensch. So, ich glaube, wir haben hier sogar, richtig, wir haben hier immer Blöcke draus gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, die kann man ja dann wieder zurückcraften, ne? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir das hier einfach auch nochmal. Moment, das sind zu wenige, das passt nicht. Gut, dann können die hier rein. Eigentlich könnten wir die auch zu Blöcken machen, aber dazu habe ich jetzt momentan ehrlich gesagt keine Lust. Und dann können wir, haben wir noch etwas, was rein muss? Nein. Das kommt dann da rein und hier rein. Und wo waren die ganzen Air-Charts? Moment, wir haben es auch gleich. Hier war das Ganze drin, Quarz und das. Hier kommt noch Bauxit rein. Ich brauche bald echt eine größere Truhe. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass unsere Cobblestone-Barrel weg ist. Das ist halt erstmal den Grund, dass ich einfach keinen Cobblestone mehr hatte. Weil ich ja hier alles irgendwie verbraten habe. Mehr oder weniger. Und zum anderen auch einfach, weil ich gemerkt habe, dass mit dem Shader da irgendwie der Bug ist, dass wenn man die wenn man die anklickt, die Barrel, da wurde ja sonst immer, ups, falsche Taste. So. Da wurde ja sonst immer angezeigt, wie viele Items einer bestimmten Art in der Barrel praktisch vorhanden waren. Und das wurde jetzt eben nicht mehr gemacht. Also das wurde einfach schwarz angezeigt und dazu hatte ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Und deswegen werde ich die auch nicht benutzen. Vor allem, wenn wir dann später Applied Energistics haben, werden wir die sowieso erstmal nicht mehr benötigen. So, ein bisschen Reinforced Glass haben wir noch. Das kann ja eigentlich auch gerade rein. Wie gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keine größere Ordnung drin. Aber was ich mir vorgenommen habe für diesen Part, ich möchte jetzt nicht so ewig aufnehmen, aber was ich mir vorgenommen habe für diesen Part, dass wir vielleicht mal mit Thaumcraft anfangen. Und soweit ich das weiß, nee, Moment. Zuerst wollte ich mir einen Canvas Bag machen. Genau. Das war nämlich relativ wichtig, glaube ich. Da wir da einfach mehr mehr Möglichkeiten haben, unsere Items besser zu praktisch zu behalten. Wir haben einfach mehr Platz im Inventar.
So, Canvas haben wir hier. Und dann hier einmal außenrum. Ein Canvas-Bag ist eigentlich im Grunde genau das gleiche wie eine Ender-Pouch. Oder ist die Ender-Pouch eben mit einer Ender-Chest verwendet werden kann. Und der Canvas-Bag hat eben auch sein Inventar. Der Unterschied zwischen Canvas-Bag und Miner's Backpack ist einfach nur, dass wir eben bei dem Backpack, glaube ich, weniger Slots haben. Und dass wir da nicht alles reinmachen können.